Dark Souls 3, endlich Platin. Willkommen an alle und willkommen auch immer noch an alle, die im Stream sind. Jetzt habe ich was im Auge. Das gibt's ja nicht. So, mir fehlt nur noch zwei Trophäen. Und zwar finde alle Wunder und finde alle Pyromantien. Und zwar war das hier so, ich habe auch gegoogelt und nach YouTube geguckt und allen möglichen Kram. Und zwar, wie kriegt man die ganzen Items für die Eide? Oh shit, ja, ich habe das letzte Spiel nicht sorgfältig beendet. Und zwar muss man ja sozusagen entweder PvP machen oder man killt bestimmte Monster, wo die Droprate richtig für den Arsch ist, also richtig selten droppt. Und ich habe gegoogelt, geguckt, wie man das am besten farmt. Und wirklich keiner kam auf die glorreiche Idee, weil ich habe einen Kollegen, der mir gerade hilft dabei, dass man das zu zweit total easy, locker, flockig innerhalb von einer Stunde schaffen kann. Und der Trick ist eigentlich so einfach. Ich weiß gar nicht, warum das keiner gemacht hat. Also auf YouTube findet man nur Videos wie, wo welche Monster was droppen. Also man kann das alles zu zweit so schnell machen. Also das ärgert mich so ein bisschen selber, weil ich das erst zu spät gemerkt habe. Wir kamen erst später auf die Idee. Und zwar, mir fehlen jetzt nur noch vom... Ich zeige euch das einmal kurz. Da habe ich die 30 Stück jetzt fertig und da fehlt mir nur noch eine Medaille. Anstatt ihr diese in Lothric Castle, ich glaube Burg Lothric heißt es auf Deutsch, dort immer die Ritter tötet, da könnt ihr ja die Sonnenlichtmedaillen droppen. Oder ihr hilft einen Freund sozusagen, das steht komischerweise dabei, hilft einen Freund einen Boss zu besiegen, dann bekommt ihr nämlich auch so eine Medaille, aber keiner kommt auf diese Idee. Und zwar benötigt ihr einfach nur den roten Stein, legt ihn auf den Boden, sozusagen seid ihr jetzt PvP ready. Und euer Mate, sozusagen euer Kollege, ruft euch jetzt einfach und zack, seid ihr im PvP. Besiegt ihr ihn, bekommt ihr die Medaille. So einfach ist das. Also das. Ich habe das leider aber auch zu spät erst herausgefunden, weil die anderen Sachen habe ich alle per Mobs gefarmt. Wichtig ist beim Sonnenlicht, das ist uns auch aufgefallen hier. Also wenn ihr den Eid drinne habt, Warrior of Sunlight. Darf euer Kollege nicht den gleichen Item haben, sonst sieht er das Symbol nicht auf dem Boden. Wie ihr seht, ich werde jetzt gerufen. Chat Audio hat Priorität. Ja, ist klar. Ich bin nebenbei mit ihm in einer Party. Ich entmute ihn auch gleich. Wollte das einmal nur kurz erklären und wie einfach das eigentlich ist. So, jetzt seid ihr der goldene Ritter sozusagen, aber auch gleichzeitig rot. Und da steht mein Kollege, der Marder, und ich muss ihn jetzt einfach nur töten und krieg die Medaille. So einfach ist das. Und ihr müsst keine, und ich habe das auch selber, ich weiß es aus eigener Erfahrung, keine 8 Stunden Farm für einen Teil. Also beziehungsweise für ein Eid, dass ihr den Eid komplett fertig habt. Zack, ich habe meine 30 Stück fertig. Und das war's. Ja. Auf die Idee sind wir leider aber auch erst viel zu spät gekommen. Wir haben die Sonnenlichtmedaillen so angefangen zu farmen. Er hat sich einen neuen Charakter gemacht. Ich bin dann immer reingejoint, um die Bosse zu killen. Und das haben wir gestern gemacht. Und dann kamen wir gerade eben auf die Idee, versuchen wir mal PvP. Erst haben wir auf normalen Weg versucht, uns zu finden mit dem sogenannten roten Augapfel. Oder Red Eye Orb, ich weiß nicht, wie die deutsche Bezeichnung ist. Wird wahrscheinlich Apple heißen. Egal. Und da bin ich nur irgendwo anders reingejoint. Dann kam er halt auf die Idee. Er kam auf die Idee. Versuch mal den roten Stein. Das wusste ich gar nicht, dass ich den im Inventar habe. Weil der weiße ist ja dafür, dass ihr zusammenspielt. Und der rote ist dann sozusagen für PvP. Macht aber auch Folgendes, wenn ihr das selber macht mit den Kollegen. Macht ein Passwort rein, definitiv. Damit nicht jeder euch sehen kann. So haben wir das gemacht. Und ja. Jetzt geht's eigentlich los, die letzten Dinge abgeben und dann sollte die Platin eigentlich jetzt erscheinen. Das heißt, alle Wunder finden und alle alle Pyromantien. Ich hoffe, ich habe jetzt keine verpasst mehr. Ansonsten muss ich gleich echt nochmal gucken, welche mir fehlt. So. So, ich mute mich jetzt einmal kurz in der Party. Oder eher gesagt, ich entmute ihn. So. So, wieder da. Ja. Dann lass uns mal die Platin jetzt kriegen. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt. Ja, an sich schon. An sich schon. Aber ich könnte es gut sein, dass ich vielleicht einen Wunder. Also, mir fehlt nur noch Wunder und Pyromantie. Ja. Und ich meine, das sind die letzten hier. Wir können ja vergleichen.
Ja, können wir gleich machen. Du hast alle noch, ne? Du hast keine verkauft. Oder Nö, so. an sich nicht. Aber ich guck mal, ob ich welche Natur Ja. habe. Ich mach das. Ah ja, ich hab die Tür noch nicht offen. Ah, das war's, über das Dach muss ich rüber, ne? Ja. Ja, für den Sonnen. Ja. Ja, nee, da hoch. Unten war ein anderer Weg. Ja, ihr hört auch keinen Sound, da ich den Ring anhab. Schleichring. Da war ganz kurz der Controller. Okay, ich. Bin ich jetzt hier richtig? Einfach hier runterdroppen? Ja, das macht Sinn. Hier ist keine Leiter? Egal. Nightwing. Oh. Habe ich ja jetzt gerade gar keinen Bock drauf. Ah, der ist sogar rot. Also es gibt 35 Wunder, die du da machen Ja? müsstest. Ja. So. Okay. Pray. Zum Altar, Our Sunlight, 30 Stück. Gib's mir, gib's mir! Meister der Wunder. Okay, die Trophäe haben wir. Jetzt fehlt nur noch Meister der Pyromantie. Das, wo war das jetzt noch? Unten, unten, unten. Ah. Unten beim Bei dem Bogen. Riesenbaum da, ne? Gold. Habe ich das Bonfire da aktiviert? Wenn nicht, dann kriege ich gleich Kotzen. Kommt man da so runter? Ich weiß es gar nicht. So ne, Ich nehme mal kurz mein. ich weiß nicht, ob das noch funktioniert mit dem Typen da, mit dem Gitter auf dem Rücken. Nee, an sich Das nicht. könnte. Weil ich habe ihn nie getötet. Ich weiß nicht, ob ich das Bonfire da aktiviert habe, aber ich glaube schon. Bin ja damals einfach so schnell wie möglich hier den dritten Spiel durchgerannt. Ja, nicht anders Ah, gemacht. doch, habe ich. Doch, habe ich. Oh, komm schon. Aber mich interessiert jetzt auch gerade, weil ich habe den ja auch nicht gelegt. Aber normalerweise verschwindet der Boss irgendwann. Nee, bei mir ist er nie verschwunden. Echt nicht? Ich meine, der Nee. öffnet sich. Okay, over 30 Stück. Gib's mir, gib's mir. Bloodlust und Worms. Meister der Pyromantie. Die finstere Seele. Oh. Also was bescheuert ist. Hätten wir das vorgewusst, das mit dem PvP, ne? Ja. So easy going. Aber wirklich keiner. Ich bin ja im PS-Forum da drinne, überall. Keiner schreibt das da rein, dass es das funktioniert. Ich habe so oft geguckt, weil mir das so auf den Sack ging, weil du musst ja. Also haben sie auch reingeschrieben, für Anor Londo, wenn du die Ritter da oben killst, für die Genau. Beweis der Eintracht oder wie, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Ja. Da schreiben rein, die haben 8 bis 9 Stunden gebraucht, bis sie alle 30 zusammengefarmt haben. Also. Dauert ewig. Schön. Ja. Was ich aber schade finde bei Dark Souls 3, muss ich ehrlich sagen, dass es bei dem DLC keine Trophäen gibt. Finde ich schade. Ja. Weil das war bei Bloodborne Also das so. DLC kommt Oh. davon. Oh Leute, ich hab den Ja, Ring. ja. Ich hab den Bloodborne Ring. habe ich komplett 100% Ja. gemacht. Mit DLC alles. Ja. Ich bin noch bei Alles. 20, 30%. Oh, Ja, das wenn ist nochmal aber noch. Bloodborne. Ja, ich hab noch den Ding, das habe ich auch noch offen. Das Gehölz. Echt? Ja. Ja, nicht schlecht. So, wo haben wir den Screenshot? Zack. Option? Ne. Kann ich das nicht so machen? Dann mache ich das anders. In meiner kleinen Zockergruppe. Wo sind sie denn? Wir überlegen, welche Ringe man alle anhatte. Wir sind da jetzt die finstere Seele, das hier, ne? Ich glaube. Zack. Ach komm. Komm her, Katze.
nächsten Mal wieder. Gut. Das war Dark Souls 3. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Welche Platin-Trophäe das nächste sein wird, ja, mal gucken. Also Maser hat sich da jetzt auch Dark Souls 1 geholt. Remastered will mich auch noch holen. Mal gucken, ob wir das dann, oder ob wir das als nächstes machen. Aber Zombie Army Trilogie ist noch an. Mal sehen. Wie immer, ich kann noch nicht sagen, welche die nächste Platin wird. Also haut rein.